Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit DayZ Origins, der Mod in der Mod. Zusammen mit meinem Kumpel Dennis. Hallihallo. Wie letztes Mal bei DayZ, nur dieses Mal halt Origins, ne? Also, wir sind richtig coole Jungs. Much, much better. Hier kann man Häuser bauen, hier kann man Autos umbauen, hier kann man auch Autos bauen, soweit ich gesehen habe. Ja. So. Und wie ihr sehen könnt, habe ich schon einige unter den Linien hier. Ich habe einen dicken Rucksack, ich habe einen G36K und, was habe ich auf eine Handfeuerwaffe? Eine M19, glaube ich. Ja, wir hatten ein bisschen Glück mit einem Heli-Spawn. Ja, also wir haben hier schon ein bisschen gezockt, ich würde sagen ungefähr 2 oder 3 Stunden, weil wir uns den Server mal angucken wollten. Haben auch schon gut was gefunden, muss ich sagen. Wir waren richtig lucky auf jeden Fall. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Egal. Ja. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus momentan. Noch nicht gestorben. Schön, Helikopter. Oh, ja, dann bleibt man in Deckung. Dennis und ich haben uns letztes Mal aus den Augen verloren, weil mein... Das ist eine Mii. Von oh, ja. Trust. Ich höre es ja auch. Ich lasse den fliegen. Ich sehe ihn nicht. Schön, noch einen. Schön, Gyrokopter. Oder? Nee, was ist das? Noch eine Mii. Michi Bird. Ich sehe bis jetzt, ich höre beide, aber ich habe noch keinen gesehen. Die fliegen Richtung... Ja, Brannibor sieht es wohl so aus. Ja, dass sie fliegen. Sollen sie auch nicht dahin fliegen. Haben wir jetzt eigentlich Nameplates hier in dem Server? Ja, ne? Bitte? Ja. Ah ja, du hast ja gerade den Namen vorgegeben. Ja, Nameplates. Gut, dann muss ich jetzt nicht immer... Wir waren nämlich zwischenzeitlich auch auf einem Server, wo wir keine Nameplates hatten. Ich sehe dich schon, rechts von dir. Direkt neben so einem Stein, ich hab schon einen Ghillie-Suit an dir. Falls du dich erinnerst. Ah, ja, ist ja schon ein paar Tage her. Ich seh dich nicht. Hier, links von dir. Da. Hallo. Ach, da! Ja, krass, man sieht dich echt überhaupt nicht. Boah, Junge. Alter, ich dachte, das ist einfach so ein Grasbüschel. Ja, ich hab mal mein G36 in die Hand. Den mein Beste gibt. Achso, warte, ich wollte mir eigentlich jetzt ein Dings machen. Ich vermute, dass die vom Airfield kommen. Ich mache mir jetzt hier erstmal ein Spawn, hier so einen Punkt hin, einen Nachpoint. Und dann gehen wir da jetzt hin. 1300 Player. Meter bis zum Airfield. Ja, 14, ich mach mir auch 15 eins. Oder so online. Achso, ich bin schon weitergelaufen, sorry. Ja, kein Problem. Ich warte hier am nächsten Stein, hinterm nächsten hinter dir. Stein. Und dann, jetzt habe ich ja schon gesagt, dass dir dein Ghillie-Suit voll gut steht. Voll danke. Gut außer drin. Danke. Das betont deine Augen. Danke, danke. Deine Mütze steht ja auch ausgezeichnet. Ist echt passend zu deiner Weste. Ja, ich kaufe nur Sachen, die zusammenpassen. Was ist das hier? Holzbretter, Junge. Das sind Zelte, Peter. Komm, lass die mal abchecken. Die kannst du looten, da ist bestimmt voll der Stuff drin. Ne, Blueprints. Okay. Was in dem anderen? Aber habe ich noch Platz in meinem Rucksack? Dann kann ich auch vielleicht ein paar Blue. Ah, ich hab ja, die Blueprints Blue brauchst du nicht mitnehmen. Ich habe sowieso schon eine zwei SKS, dabei. Eine AKS, Makarov-Magazine, 2 Makarovs, aber eine SKS brauche ich eigentlich nicht. Krass, das erste Mal, dass wir hier Zelte sehen. Weil das dritte Zelt kann ich irgendwie nicht looten. Aber ich kann die SKS nicht aufnehmen, weil ich keine Magazine für die habe. Ich kann gucken, ob du das dritte Zelt looten kannst. Das dritte? Ja, hier, da ist noch ein drittes. Ich komme aber nicht dran. Ah doch, jetzt da war ja. Kannst du? AK-470, AKM, 3 Bisa-Magazine, Bakarov. Also nichts Weltbewegendes. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon ein bisschen Loot hier. 2 Blueprints und wir haben ein Camping-Tent, das wir auch noch irgendwo aufbauen können. Ich höre den Heli wieder. Ich höre den Heli. Schnell weg hier, schnell in den Wald. Wenn die hier landen, dann killen wir die, ne? Ja, ja, klar. Da ist sie, klar. Oh ja. Ja, der landet, glaube ich, hier. Der landet hier.
Nee, nee, ne? Nee, der fliegt weiter. Ich sehe ihn nicht. Ist auch über uns. Trust. Ne, der ist weggeflogen. Weitergeflogen. Okay, dann lass uns mal wieder Richtung. Aber hier unten am Wasser lang gehen ist eigentlich keine dumme Idee anscheinend, weil die Leute da waren und auch Häuser hin und so. Ja. Und Zelte. Siehst du da hinten an der Kirche irgendwas? Nee, ne? Da hinzufahren sollte interessant sein. Warte mal, ich check mal mit meinem Binoculars ab. Was sagt denn die Map? Ist da irgendwas zum Looten? Weiß ich nicht. Guck mal drauf auf die Loot-Map. Nee. Loot Spawns 12. Loot Chance. Also eine Chance von 40%, dass da irgendwas spawnt. Ist zwar nicht wenig, aber. Ja, das spawnt halt nur irgendein Crap. Ja. Wo bist du gerade ungefähr? Ich hab dich nämlich aus den Augen verloren. Ich bin jetzt gleich am Wasser wieder. Ich geh jetzt ans Wasser. Da seh ich dich. Ich bin links von dir. Also nee, rechts jetzt. Ja. Tja, schade, dass da nichts drin war in den Zelten, was wir gebrauchen konnten. Nee. Ist aber immer so. Obwohl, wir hatten da bisher eigentlich immer Glück. Also ich hätte die AK-74 nehmen können, dann weil ich noch ein AKM-Magazin dabei habe, aber... Weiß nicht. So nötig. Warte mal, bleib mal stehen. Ich höre den Heli. Oder? Nee, sind die Wellen. Ja, warte mal kurz. Okay, weiter. Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ich wollte irgendwas Cooles erzählen. Das ist natürlich blöd. Ja, Mensch. Jetzt höre ich aber den Heli. Aber der ist weit weg. Ich glaube, das sieht er meinen Kopfhörer an. Das ist auch wieder weg. Geräusch. Es regnet. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Heatpack dabei habe. Ich habe, glaube ich, zwei Stück dabei oder so. Moment. Mehr habe ich doch nicht. Aber da kommt der Heli, jetzt kommt der Heli. Oh ja, da hinten, siehst du ihn? Nee. Nee, aber ich höre ihn. Oh ja, ich auch. Ich bin unter so einer Tanne. Ich bin hier im Gras am Meer. Ach, am Meer. Am Meer, am See. Ja. Ich sehe dich. Aber ich sehe den Heli nicht. Der ist da oben am Wald. Ich auch nicht, der ist westlich vom See aus. Also von auf der Karte. Ja, der ist irgendwo da oben auf dem Berg. Ja, was der da macht. Ach, lass ihn da fliegen. Ja, ich höre ihn ja auch mit dem Surround, aber. Ein Hof auf unsere Kopfhörer, ne? Ist so. Beste, wo gibt. Ich hab mal wieder irgendeine orangene Schrift gehabt. Da, ich hab Sniper-Tarak. Ach, ja, das ist egal. Das bin doch ich. Ja, weiß man ja nie so genau, weißt du? Ich dachte, ich wusste nicht, dass du schon so weit vorne bist. Ich hatte einen guten Namen, dachte ich einfach nur so, boah, krass, scheiße, wer ist das? Und warum muss man der Framerate wieder auf 19 runter? Bleibt so hoch nebenbei? Nee. Ich hab alles zu, eigentlich. Ja, ich glaube wegen den ganzen Bäumen hier. Ich habe die Sichtweite auf extrem, also auf komplett hoch. Ja, das kann sein. Im Wald ist das immer Film. Ich hab das auch meistens, wenn ich Auto fahre, schnell durch den Wald. Ich guck der Sascha bei Skype an. Kannst du den ja zum Gespräch hinzufügen, wenn du Bock hast. Nee, der zockt dir, der will ja LOL zocken. Der Sichtling. Ich will Wettkampf. Hubschrauber! Ja, ich bin schon weg. Der ist hinten bei den Zelten. Fuck, und wir Idioten sind weggelaufen. Ich hab noch überlegt. Der ist noch nicht bei den Zelten. Doch. Siehst du denn nicht da oben schweben? Nee. Also der ist da drüber auf jeden Fall. Ah, doch, da.
Ist halt die Frage, wohin er will. Das ist aber im UH1H. Das ist der nicht, das ist wieder ein anderer. Aber ich weiß nicht, wer da drin sitzt, das kann ich nicht sehen. Ich auch nicht, ich krieg kein Nameplate. Bestimmt ist er abgesprungen. Wir chillen erstmal und gucken, was er macht. Was sucht er hier? Das ist wahrscheinlich seine Seite. Mal gucken, was er macht. Er kommt genau auf mich zu. Hat er mich gesehen? Ich weiß nicht, der kommt doch auf mich. Ich will da weiter. Nein, im Heli hinterher zu laufen bringt ja wenig, ne, würde ich mal sagen. Wo fliegt er denn hin? Der fliegt hier parallel zur Küste zum See. Der kommt aber ein bisschen tiefer, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, was der macht. Ich stehe hinter der Tanne, der kann mich eigentlich nicht sehen. Jetzt kommt er genau auf mich zu. Wir sitzen an einem MG. Fuck. Das heißt, wenn die wollen, können die uns abknallen. Dann wollen die doch, die müssen uns erstmal sehen. Die haben unsere Nameplates gesehen, deshalb chillen die hier. Ich will noch einen. Okay, wenn. Dass man nicht abfuckt hier. Der fliegt weg, oder? Ne, der steht da wieder oben. Siehst du nicht? Der dreht hier immer noch seine Kreise. Ich bin gerade im Ego-Modus, weil ich gerade durch die Tannen durchlaufe. Jetzt fliegt er weg. Der ist jetzt genau zwischen Flugfeld und uns. Wo bist du ungefähr? Schon im Wald? Ich bin hier an dem Plane! Flugzeug sehe ich schon mal vom Flugfeld. In 274 Metern. Alter, wie weit bist du denn? Ich bin noch 400 Meter davon, 475 Meter entfernt. Ich bin schon am Anfang vom Wald. Ich bin hier immer noch. Jetzt immer auf der Heli, Mann. Ich kurf die ganze Zeit hier rum. Ich sehe es. Jetzt ist er Richtung Flugfeld geflogen. Also ich bin noch 450 Meter entfernt. Der Heli kommt zurück. Ja. Boah, du bist noch 240 Meter von mir entfernt, Alter. Ja, dieser Heli, der macht mir ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ja, ist ein bisschen scheiße. Aber ist kein Film, ich laufe jetzt hier einfach von Baumreihe zu Baumreihe. Dann läuft das, ne? Aber jetzt scheint er auch weg. Oh ne, der ist immer noch da. 14 Frames, der Heli fickt gerade meine Framerate ein bisschen. Ich sehe dich, du bist 72 Meter von mir entfernt anscheinend. Ja. Ich bin genau über dir. Du bist im Wald, ne? Ich hätte dann eben sogar kurz rausschießen können am MG, aber das wäre einfach zu dumm gewesen. Ja,
Jetzt ein Scharfschützengewehr, ne? Also ein M24 oder so.